Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Ja, direkt zum DAX. Knifflig. Zum einen ist dieser kurzfristige Rallye-Trend seit Anfang Juni gerade noch so intakt. Zum anderen gibt es zwei Dinge, die mich irritieren. Das eine ist, dass dieses Ausbruchsniveau hier bei ungefähr 12.400 Punkten in den letzten Tagen wieder aufgegeben wurde. Nun kann man das als etwas überschießenden Rücksetzer werten, allerdings muss der DAX sich dann sehr bald fangen und auf ein neues Jahreshoch steigen. Und zum anderen irritiert mich, dass der DAX in den letzten oder in der letzten Woche gefallen ist, obwohl der US-Markt weiter angestiegen ist. Und inzwischen auf deutlichen neuen Allzeithochs notiert. Also für den DAX ergeben sich da jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder dieser Jubelsprung hier Anfang Juli ist nur eine Bullenfalle gewesen, dann würden wir jetzt eine tiefe Korrektur sehen. Möglicherweise auch unter 11.600 Punkte, was dann den ganzen Aufwärtstrend in Gefahr bringen könnte. Oder aber das war nur ein Irrtum, ein überschießender Rücksetzer und der DAX fängt sich und steigt in den nächsten Tagen auf ein neues Jahreshoch. Da ich denke, dass der US-Markt weiter aufwärts tendiert, wenn auch nicht kräftig, aber zumindest zäh und mit kleinen Bewegungen, favorisiere ich die Möglichkeit, dass der DAX sich wieder fängt und diesen Rückstand wieder aufholt und in der kommenden Woche auf ein neues Jahreshoch steigt. Das wird allerdings kein Selbstläufer. Wir sehen gerade bei DAX-Aktien aktuell viele Gewinnwarnungen oder Ergebnisenttäuschungen. Ja, und das ist eigentlich nicht der Stoff, aus dem üblicherweise neue Jahreshochs sind. Andererseits haben wir eine EZB, die geldpolitisch wieder lockern will. Das könnte den Malus wieder ausgleichen. Kurz und gut, ich bin für den DAX eher neutral. Ich schaue mir das Ding lieber von der Seitenlinie aus an. Ich bin weiterhin bullisch für den US-Markt. Und jetzt schauen wir uns nochmal die China-Börsen an. Für die bin ich wieder skeptisch geworden. Hier unten ist der Shanghai-Index. Sie haben gesehen, dass nach dem geplatzten Handelsdeal nicht viel Verkaufsdruck aufkam. Die Börsen haben nicht geglaubt, dass es dabei bleiben soll. Der Index hat hier einen schönen Boden ausgebildet, ist anschließend nach oben ausgebrochen im Juni. Aber was jetzt hier im Juli passiert, dieser tiefe Abverkauf, der passt überhaupt nicht in ein bullisches Bild. Und hier besteht die Gefahr, dass diese vermeintliche Bodenbildung abgebrochen wird. Und die China-Börsen doch direkt auf neue Jahrestiefs durchrutschen und in der Folge dann mindestens die Tiefs von Anfang 2019 testen. Ob hier jemals in absehbarer Zeit ein stabiler Aufwärtstrend entsteht, das steht absolut in den Sternen. Wenn man sich hier eine Aufwärtstrendlinie denkt, dann ist der Shanghai-Index gerade an dieser Linie. Also entweder der fängt sich jetzt sofort an, steigt hier ebenfalls zumindest auf neue Juli-Hochs. Oder die ganze Sache können Sie vergessen mit der China-Rallye. Das dürfte alle China-Aktien dann betreffen, die dann in den nächsten Wochen, wenn der Index nach unten kippt, dramatisch an Wert verlieren. Also Vorsicht bei China-Aktien. Etwas Skepsis bei deutschen Aktien und weiterhin Optimismus für US-Aktien. Das, so kann man es wahrscheinlich kurz und knapp zusammenfassen. Jetzt noch abschließend ein kurzer Blick auf Gold. Goldpreis ist ja kürzlich nach oben ausgebrochen auf neue Mehrjahreshochs. Er pendelt aktuell um die erzielten Mehrjahreshochs herum. Das ist bis jetzt ein gutes Zeichen, aber ich würde denken, dass diese Korrektur erst anfängt. Und dann müssen wir wirklich schauen, ob das Ausbruchsniveau bei etwa 1350 Dollar verteidigt werden kann. Sollte das der Fall sein,
dann ist in einigen Wochen wieder mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Wenn allerdings dieses Ausbruchsniveau nicht gehalten werden kann, dann werden wir zumindest einen Rücksetzer in Richtung 1280 Dollar sehen, wobei dann eben die Gefahr besteht, dass dieser ganze Ausbruch hier wieder zurückgenommen wird und es weitere Korrekturen gibt, möglicherweise bis in den 1200er Bereich. Wir haben nach wie vor eine Entscheidungssituation bei Gold, wo sich die mittelfristige Kursrichtung entscheiden wird. Schafft es Gold, weitere Jahreshochs in den nächsten Wochen zu erzielen, trotz extrem euphorischer Stimmung, dann hätten wir eine neue Mechanik, eine Bullenmarktmechanik, das erste Mal seit 2011. Dann wäre ich mittelfristig weiter optimistisch für steigende Goldpreise. Allerdings habe ich schon mehrfach erwähnt, dass die interne Struktur dieser Edelmetallrallye, das heißt die hinterherhinkenden Silberpreise und Junior-Goldminen, eher nicht dafür sprechen. Aber das kann sich ja noch ändern. Von daher beobachte ich auch den Goldpreis weiter sehr interessiert, bis diese Entscheidung gefallen ist. Und erst dann werde ich mich positionieren. Ja, mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für heute von Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.